Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal, wie ihr im Titel lesen könnt oder vielleicht hier im Bild. Ich arbeite jetzt ein paar Sachen ab wieder, die ich bei Mediamarkt erstanden habe. Ich glaube, diese 3 für 79 Euro Aktion war es gewesen. Ist, glaube ich, noch gar nicht allzu lange her. Wir haben jetzt Mitte September und die Aktion wirklich vor 2 Wochen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen, die ich noch vom Mai oder Juni noch habe. Auch von Saturn und so. Ich sage, ich arbeite jetzt mal die ganzen Kisten ab. Wenn ich mir jetzt in die Ecke gucke, ich habe noch so viel Rebuy-Bestellungen hier rumliegen. Also was noch meins ist. Das werde ich auch noch als abarbeiten, aber wie es im Sommer habe ich nicht so die Lust. Kann man verstehen. Und man muss auch mehr arbeiten. Was uns dann im Winter zugutekommt. Weil da hat man dann mehr Zeit. Leider nicht die besten Lichtverhältnisse. Jetzt haben wir es Sonntag, trotzdem Haufen Verkehr draußen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das ist immer so eine Floskel von mir. So, und es ist diesmal wieder für die Xbox One. Wie gesagt, ich bin nicht so abhängig von Konsolen. Ich hole mir für beide Sachen. Und hier war es am günstigsten. Oder die war noch im Angebot. Weil das Problem ist immer, die Sachen sind manchmal so schnell vergriffen. Und im Laden, beziehungsweise im Markt selber, ja, da komme ich nicht immer dazu. Und meistens sind auch die Sachen natürlich ruckzuck weg. Obwohl es manchmal auch lokale Angebote, hier wollte ich mir noch Forza 6, glaube ich, dazu holen. Ja, und deswegen habe ich ein bisschen cool dazu bestellt. Kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Aber die kommen ja immer später. Warum auch immer. Die beiden kommen gleichzeitig. Ja, und das andere kommt noch. Oder die anderen, ich habe ja, glaube ich, mehrmals bestellt. Ich glaube, die 3 für 49 habe ich auch noch mitgenommen. Muss mal gucken, weil die 16er Sachen oder 18er dauern manchmal länger. Und im Markt sind sie nicht immer verfügbar. So, fangen wir mal an. Einmal Forza Horizon 3. Ist ja, weißt du ja, etwas, ist so eine Art Nebenserie zu der Hauptserie. Hier fährt man eigentlich hauptsächlich, nur, sagen wir mal, außerhalb der Rennstrecke. Das ist eigentlich so quer durchs Land, könnte man sagen. Nur für die Xbox One. Wobei, ich glaube, es gibt es auch. Nee, oder? Gab es auch für den PC? Ne, für die 360, weiß gar nicht. War das nur der zweite Teil oder war das jetzt nur dieser Teil? Ja, machen wir hier die Folie ab. Mit Mr. Cutty, das Cuttermesser, habe ich jetzt mal wieder vorgesorgt, weil Microsoft hat ja nicht diese Banderole unten. Dafür haben sie ja den komischen Schutz. Das hier, was ich meine, zum Öffnen. So, ja. Ist ja die Standardversion. Gibt es noch diese hastenige Version gesehen? Schauen wir auch mal hier. Nochmal im Genaueren an. Individuelle Anpassungen. Willkommen in Australien. Hey, das ist geil. Australien gefällt mir. 53 Fahrzeuge, naja, meistens ist wie, glaube ich, bei anderen Rennspielen auch, die 350 Autos, ja, wenn man jetzt die Farben dazu zählen oder die Tuning-Sachen, dann sind das nie wirklich 350 Sachen. Freunde anhören und wieder feuern. Aha, cool. Ein Spieler, 1 bis 12, ja. Und dann die herrlichen Marken dazu. Ich schau mal, was brauchen wir denn? Ja, 49 GB. Naja, bestimmt ein bisschen mehr. So, ja. So sieht es inhaltlich aus. Die Disc farblich abgestimmt wie vorne. Ja, genau. Umschlag entfernen und das war es halt schon. Alleine gibt es ja keine mehr, haben wir ja schon gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so eine Limited Edition gab. Ich glaube, es gibt es bloß mit der Hauptserie. So, als nächstes The Crew. Die Ultimate Edition habe ich mir ja schon mal für die PS4 geholt. Hier ist dann dieses Ultimativ-Paket mit dabei, inklusive Season Pass. The Credit Sits war auch zur Auswahl. Da waren auch recht viele Stückzahlen noch da. Jeweils online. Ja, das kennen wir ja. So, dann machen wir auch die Folie hier ab. Mit Mr. Cuddy. Ja. Also bei der PS4-Version, die Standard-Version, die ging mir dann wirklich echt auf die Eier.
Weil ab und zu mal, da bist du schon zwei Stunden gefahren und zwischendurch speichert es ja nie immer. Wenn der Server Wartungsarbeiten bist, hast du Pech gehabt. Dann hast du vielleicht eine halbe Stunde umsonst alles gemacht. Ja, und dann kannst du sagen, Arsch lecken, Pech gehabt. Du darfst wieder von vorne spielen. Ach, hier gibt es gar nichts. Hier ist nur die Disk. Schauen wir mal, was hinten drauf steht. Die ultimative Rennerfahrung in einer riesigen actiongeladenen offenen Welt. Ab sofort in einer vollständigen Edition. Ja, die andere Version war ja noch die Standard Edition. Ich glaube, die Day One Edition, oder wie das immer sich schimpft. Ja, Deutsch. Ja, 120 Fahrzeuge. Ja, also ich habe mit dem Anfangsspiel recht viel Spaß gehabt. Nur halt das mit den Aussetzern, dass der Surfer dann lädt. Und dann, es ist ein Fehler aufgetreten. Du Idiot, kannst dasselbe nochmal fahren. So, 30 GB. Gucken wir nochmal, was wir hier auf dem schönen Heftchen drin haben. Stand da nicht irgendwas mit? Ach so, das ist alles auf der Disk selber drauf. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, immerhin ist hier ein Controller abgebildet. Witzigerweise lag das so drinnen. Ja. Boah. Immerhin der Controller ist abgebildet. Wobei meiner nicht schwarz ist, sondern weiß. Oh. Immerhin eine Complete Edition. Sagt mir eure Meinung zu dem Spiel. Habt ihr bei der Aktion zugeschlagen? Auf was für Spiele wartet ihr noch? Wie gesagt, Forza 6 fehlt mir noch. Aber es war auch selber im Markt nicht mehr verfügbar. Jedenfalls nicht zu dem Kontingent. Und zu diesen Preisen, man muss auch ab und zu mal unterscheiden, weil manchmal steht dann Aufkleber drauf. Bei 3,79, obwohl es eigentlich bei 3,49 mit dabei ist. Und dann muss man sich erstmal wieder rumdiskutieren mit den Mitarbeitern, wie auch immer. Wie gesagt, online ist Bestellung, mache ich aber hauptsächlich. Außer ich komme mal zufällig am Markt vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Es wird gleich noch mal ein anderes kommen. Oder eins davor, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen, bewertet das Video, teilt es oder abonniert mich, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Kostenlos. So, das soll es gewesen sein und später.